Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von The Legend of Zelda. Tja, für die nur das Let's Play gucken, werden jetzt gerade ganz schwer merken, dass wir nicht mehr an dem Ort stehen, wo wir aufgehört haben. Das ist auch ganz einfach erklärt, warum. Denn es gab in der Zwischenzeit zwei Streams, vier Stunden jeweils. Okay, circa vier Stunden, bisschen plus minus. Und da waren wir sehr fleißig gewesen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine neue Aufmachung. Wie man hier sieht. Das ist der Schleichanzug, den man in Kakariko kaufen kann. Den haben wir uns gekauft. Dann haben wir uns um ein paar Schreine gekümmert und auch um die Türme ein bisschen, wie man sieht. Also wir haben ein paar mehr Türme. Und viele, viele Schreine. Sonst... Wir waren oben am Totenkopfsee. Ja, wir haben uns halt, wie gesagt, um Schreine und die Nebenquest gekümmert. Wir können da gucken. Hier, wir haben gerade ein bisschen andere Waffen. Hier, also, na gut, hier unten nicht, aber hier unten. Sieht man, wir haben hier uns ein bisschen um die Quests gekümmert. Unser Haus ist jetzt fertig. Okay, wisst ihr was? Wir machen diese Folge einfach dafür, dass ich einfach zeige, was wir alles getan haben. Also in Kakariko haben wir, wie gesagt, den Schleichanzug gekauft. Der nützt uns in dem Sinne, dass wir möglicherweise besser schleichen können. Dann wollte ich jetzt noch die Pfeile kaufen, weil wir kaum noch Pfeile haben. Obwohl wir haben gerade mittlerweile schon wieder ein paar mehr Pfeile als das letzte Mal. Habe ich wahrscheinlich unterwegs wieder gesammelt und nicht mitgekriegt. So, aber wir kümmern uns trotzdem mal ein bisschen darum, dass wir Pfeile kriegen. Fangen wir an mit Holzpfeilen. So. Ja. So, dann hier noch ein paar Holz. Alle? Ja. Gut, und dann hier drüben noch ein bisschen Feuerpfeile. Upsa. Nein. So. Gut, und dann noch die Feuerpfeile. So, dann haben wir wenigstens... Also in Kakariko haben wir nicht so viel gemacht. Da haben wir, wie gesagt, nur den Schleichanzug gekauft. Plus eben ein bisschen die Ausrüstung verbessert. Also wir haben hier ein paar Sachen verbessert, wie man sehen kann. Und wir haben auch... Oh genau, wir haben mittlerweile Wintergewand, also das Orni-Gewand. Weil das brauchten wir für das Gebiet bei den Ornis. Hier hinten sind ja die Orni. Und hier hinten ist es arschkalt. Also hier erfriert man sehr schnell. So. Genau. Cybergebirge. Also wie gesagt, wir haben uns halt... Wir haben auch ein bisschen um die Stelle gekümmert. Hier hinten ist Rosen. Ihr kennt Rosen noch gar nicht. Und ihr wisst auch gar nicht, was mit Black passiert ist. Denn Black ist erst gestorben. Und dann, wo haben wir ihn wiederbelebt? Ja, das ist blöd gelaufen. Er ist, es war meine Schuld, gebe ich ganz ehrlich zu. Er ist in den Hang runtergerutscht. Okay, desto weiteren haben wir zwei Erinnerungen gefunden und die wollte ich mit euch abgehen. Okay, danke. Okay, wir haben drei Erinnerungen gefunden, denn ich weiß, wo das hier nämlich auch ist. Das haben wir zwar nicht besucht, aber das befindet sich hier mittendrin. Aber dahin zu kommen ist sehr lustig, weil drumherum Wächter sind. Also wir sind da langgelaufen und wurden in jeder Ecke von einem Wächter attackiert. Das war nicht ganz so geil, wie man sich vorstellen kann. Okay. Also, wie gesagt, ich stelle euch gleich Rosen vor. Wir holen sie gleich. Also, wie gesagt, die Schreine haben wir ein bisschen geholt. Wir haben ein paar mehr Schreine. Ja, doch. Stall der Ebene haben wir zum Beispiel... Eine paar Tampa-Brücken hatten wir. Stall von Marita hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und dann haben wir noch Stall der Sümpfe. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob wir den vorher hatten. Wir haben so viel getan. Na gut, in fast acht Stunden tut man noch einiges. Und hier unten den Stall der Hochebene haben wir auch.
Genau, und dann müssen wir auch nochmal zu der Brücke, weil hier irgendwo oder hier drüben ist auch nochmal ein, sprich, ein Schrein. So. Also wir sehen jetzt, wir haben 43 Schreine. Jetzt muss ich nur gucken, müsste ich nur in den Ladebildschirm gucken, wie viel wir vorher hatten, dann sieht man, dass wir einiges gemacht haben. Wir haben auch derzeit 7 Zeichen der Bewährung. Die könnten wir einlösen. Als Shift natürlich. Am Turm des Sees sind wir gerade. Was sagt denn der Mond? Wo ist denn der Mond überhaupt? Achso, ja, Shift, ja. Okay, da hinten sehen wir den Pferdestall. Ein Pferdestall, den wir entdeckt haben. Wo ist die Brücke? Ach nee, die ist auf der anderen Seite. Vergesse ich eventuell immer wieder mal. Genau, jetzt müssen wir nur gucken, ob das auf der Seite oder auf der anderen war. So, das Gebiet hier sollten wir überfliegen, weil das ist voller Bockblins und anderem Gekrauche. Also der Turm ist eigentlich noch relativ einfach zu den anderen. Bei dem einen, zum Beispiel bei Schloss Hyrule, haben uns Wächter angegriffen. Da mussten wir uns vorher um ein paar Wächter kümmern. Oh nein. Okay, lass los. Boah. Okay, und da haben wir einen Drache namens... wartet. Wir haben auch ein bisschen Materialien gesammelt. Farodra. Das ist ein Geist. Genau. Und wir brauchen eigentlich ein Stück von seinem Horn. Das Problem ist aber, sein Horn zu treffen, ist gar nicht so einfach. Denn wenn man in seine Nähe gerät, ist es eventuell so, dass er mit Blitzen schießt. Oder mit Blitzbällen, sage ich jetzt mal. Also, wenn du dich ihm näherst, dann greifen dich ein paar Blitze an. Aber wenn er gerade da ist, könnten wir es eigentlich nochmal versuchen, sein Horn zu treffen. Aber wir müssen halt kurz warten, bis er nah genug ist, vor allem. Halt. Okay, nein. Also hier sieht man, er schießt halt mit Blitzen. Au, 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 au. Okay, da ist irgendwas ins Wasser gefallen. Wir haben sein Horn auf jeden Fall getroffen diesmal. Okay, diesmal nicht. Bitte, das ist ein Hornsplitter sein, weil wir brauchen 2 Hornsplitter, um unser Hyrule-Gewand zu... unser Reckengewand zu verbessern. Und es ist eine Schuppe. Mist. Okay, wir haben das Horn doch nicht getroffen. Bedauerlicherweise. Gut, also, aber das habe ich, das habe ich im Stream gesagt, das mache ich mal so ein bisschen offline, weil der kommt immer nur zu einer bestimmten Zeit raus und das will ich nicht mit euch abwarten. Okay, wir müssen mal kurz eigentlich noch auf die andere Seite der Brücke. Da gehen wir mal zu dem Schrein am besten. So, bei der Verwendung bestimmter Module und eines Bogens kannst du auch mit dem Gamepad zielen, indem du das Gamepad neigst. Achte beim Spielen auf deine Umgebung. Kältewolke. Eisschleimer. Okay, Eisschleimer sind wir noch gar nicht begegnet. Der Galopp ist die schnellste Laufgeschwindigkeit des Pferdes. Und im Hintergrund sehen wir Baruta. Oh. Okay, ich weiß nicht, ob der Schrein so gut überlegt war, denn hier sind eigentlich aktive Wächter. Okay, Reiseschwert. Können wir auch nehmen? Nein, wir wollen nur die Ingredienzen. So.
Okay, da ist die Hyrule-Brücke. Aber das ist immer noch nicht das, was ich suche. Warte mal, müssen wir mal kurz das Album gucken. Bin ich irgendwie komplett bekloppt? Ach so, man sieht ihn von der Seite. Und im Hintergrund das Gebirge. Das da. Das heißt, wir müssen ein bisschen um den See drum herumlaufen. Ich will ja gerne Rosen holen, aber ich weiß nicht, wie weit sie weg ist. Und keine Sorge, Black existiert noch. Also er lebt noch, aber... Oder lebt wieder. Aber er ist halt, Ach so. Wir haben immer noch keinen Hammer. Okay. Hier, ich habe ein Geschenk für euch. Anders kriegt man die nicht besiegt. Wenn man keinen Hammer dabei hat. Hier. Das letzte Mal habe ich mich sogar selber damit abgeworfen. Also, ich habe den... Ich habe das Dings geworfen. Die Bombe. Habe sie dann explodieren lassen. Und bin dann gestorben. Weil der mir entgegenflog. Gewillt. Okay. Okay, wir müssen das Schwert nicht verschwenden. Irgendwas... Das Sanchin-Kurzschwert. Hier ist noch ein... Das ist leer. Achso, ja, stimmt. Das habe ich leer geräumt. Und wir hatten zwischenzeitlich keinen Blutmond mehr. Wobei ich nicht bezweifle, dass der bald wieder eintritt. So, wir müssen einfach mal kurz hier ein bisschen langlaufen. Hier haben wir die Brücke. Da hinten ist das Gebirge. Ich kann mal kurz gucken, ob mein Pferd in der Nähe ist. Oh ja. Denn wir haben eine ganz tolle neue Rüstung. Die Wächterrüstung. Oder diese Rüstung hier, die lässt uns das Pferd von etwas weiter wegrufen. Und das ist Rosen. Rosen ist ein Nachkomme von dem Pferd, was Zelda geritten ist. Und zusätzlich zu ihr haben wir auch königlichen Sattel und sowas gekriegt. Also Sattel der Königsfamilie. Und ja. Und sie ist, was Kraft und so angeht, ein bisschen besser als Black. Und wir haben zwischenzeitlich sogar noch ein Pferd gefangen, und zwar das Sleipnir. Sleipnir ist, eigentlich so gut wie Rose, nur dass Rose ein bisschen mehr Ausdauer hat. So kann man es erklären, ja. Okay, wir sind darüber, wir müssen über den Fluss. Okay, Rosen, du musst da stehen bleiben. Wir rufen dich rüber. Oder du kannst... Ist es klug, dich da rüber zu rufen? Na, ich weiß nicht. Egal, wir gehen kurz hier rüber und machen kurz die Änderung. Und dann gehen wir nach dem anderen Ort mit der Änderung. So, das müsste hier irgendwo sein. Da. Hier sind diese, Figuren. Ah, da hinten ist ein Krog. Na du? Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. So. Da machen wir die Erinnerung. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber
Aber was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Praktisch. Okay, das heißt, Zelda hat irgendwas belastet auf jeden Fall. Wir gehen zum Schrein, zum Stall und rufen das Pferdchen her. Dann, genau. Elektroschleime verschießen Blitze, wenn sie angegriffen werden. Nutze diesen Reflex, um umstehende Gegner zu schocken. Ja, das könnten wir auch machen. So, da sind wir dann auch schon wieder. Perfekt, okay. Dann einmal zum Stall runter. Der ist ein bisschen geschützter vor Klippen. Von Klippen. Der ist geschützt vor Klippen vor allem. Gut gedeutscht. Genau. Dann können wir kurz hier unten landen. Kurz rufen, mal gucken, ob sie kommt. Ah ja, okay, wir sind noch nah genug. Hallo, Bosen. So, und dann müssen wir hier lang. Sie hat 3 weitere Dinger, weil ich ihr eine Fit-Karotte gegeben habe. Und dann erweitern sich die Ausdauerbalken. Aber brauchen tut man es eigentlich nicht. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. So. Ich weiß, wir müssen jetzt den blöden Schlenker machen wegen dem Berg, aber lieber so, als dass mir Wilson irgendwo runterrutscht. So. Und hier hoch. Ah, und die Frisur hat sie nicht von Anfang an gehabt. Die habe ich geändert. Man kann nicht die Frisuren ändern. So wie Sattel und, Zügel. Deswegen hat sie Zügel von der königlichen Familie. Und den Sattel von den, Chica. Also ihr habt ja gesehen, was für Eigenschaften der Sattel hat. Sie wird einfach teleportiert. Anstelle, dass sie zu uns kommt. Es geht A, ein bisschen schneller, und B, kann man auch eine größere Distanz damit abdecken. So. Gefangen haben wir sie hier vorne, an dieser Pferdestatue. Also sie stand hier hinter dem Baum. Und da haben wir sie gefangen. Also sie hat jede Menge Ausdauer gefressen von uns, sage ich mal. Weil sie war nicht ganz so einfach zu fangen. Sie hat hier auf der Wiese gekrast. So, wir wollen aber hier hin. Denn hier gibt es nämlich eine weitere Erinnerung, die wir gefunden haben. Sanidin-Brücke. Park. Ich habe letztes Mal so viele Brücken gehabt. So, hier haben wir die weitere Erinnerung. So. Dann wollen wir mal. Geduld und Liebe. Mehr braucht es gar nicht. So kann man jedes Pferd für sich gewinnen. Das hast du mir gesagt, weißt du noch? Und jetzt komme ich wirklich viel besser mit ihm klar. Am Anfang dachte ich, er würde dieses königliche Geschirr nie im Leben akzeptieren.
Aber guck jetzt, er hat sich ganz und gar daran gewöhnt. Die Gefühle des anderen zu verstehen, darauf kommt es an. Dort hinten erhebt sich der Berg Ranel. Nel ist ein alter Name für Nairo, die Göttin der Weisheit. All jene unter 17 Jahren sind noch nicht weise genug, den heiligen Berg zu betreten. Mit diesem Brauch wird die Göttin Nairo geehrt. Ob in der Quelle der Kraft oder der Quelle des Mutes, nirgendwo sind meine Fähigkeiten erwacht. Vielleicht ist es hier anders. Die Quelle der Weisheit ist mächtig. Sie enthält Nairos Weisheit, also vielleicht. Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Ich gebe nicht auf. Ich werde zu diesem Berg gehen.